Dies ist weder ein Zeitsprung noch eine Illusion, sondern Liverpool am Vorabend des 1. Mai 2021. 3000 Nachtschwärmer feierten ohne Maske, aber mit Tuchfühlung Großbritanniens erste legale Partynacht seit Beginn der Pandemie. Ein Pilotprojekt der Regierung in einem Lagerhaus am Hafen. Es fühlt sich fantastisch an, mit so vielen Leuten um einen herum, ohne Maske, ohne soziale Distanz. Es ist ehrlich überragend. Echt surreal. Eine Hälfte von mir denkt, so war es doch erst gestern. Für meine andere Hälfte ist es eine echte Ewigkeit her. Es tut gut, wieder rauszugehen. Für einen würdigen musikalischen Rahmen sorgten DJ-Größen wie Louis Boardman und The Blessed Madonna. Die Teilnahmebedingungen fielen vergleichsweise nüchtern aus. Pflicht für den Einlass war ein maximal 24 Stunden altes negatives Corona-Testergebnis sowie ein weiterer Test nach dem Event.